Es war ein bärenstarkes Duell im Weltergewicht zwischen Ali Shams und Andrei Govoruchin, was am Ende verdient unentschieden ausgegangen ist? Ja, die Judges sagen ja. Ich würde sagen, zu 51% ja. Zu 51% ist es verdient unentschieden ausgegangen. Ja. Was hat den Ausschlag nachher gegeben? Die erste Runde ging an dich. In der zweiten Runde hat dann Ali nochmal aufgedreht. Klar, er musste kommen. Natürlich. Er hatte Druck, dass er die Runde gewinnt, um halt nochmal mindestens das Draw zu bekommen. Bei mir muss ich ehrlich sagen, klar, das Reload heute war nicht besonders gut bei mir. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Verdauung. Und deswegen hat mir die Kondi gefehlt am Ende in der zweiten Runde. Das war für mich so das Ausschlaggebende. Deswegen konnte ich nicht nochmal durchpowern. Ja, das werde ich beim nächsten Mal anders machen, besser rangehen. Was heißt denn das nächste Mal? Was ist der Plan bei dir? Es wird gemunkelt, dass in einem Monat nochmal ein Kampf stattfinden soll. International tatsächlich. Mit dem ersten Weightcut bis 70 Kilogramm. Aber dazu möchte ich noch nicht viel verraten, bis es nicht wirklich feststeht. Ansonsten ist der 14. Dezember in Berlin geplant. In der Mercedes-Benz Arena. Heute war es ja dein vierter Auftritt bei We Love MMA. Das heißt, du bleibst der Serie auch treu. Genau. Solange ich kann, bis nicht die Größeren kommen und sagen, ey, wir haben Interesse an dir. Und wer würde da Nein sagen? Mit dir wird die Serie auch größer. André, danke dir für diesen Kampf. Viel Glück weiterhin in deiner Karriere. Jetzt. Danke.